Da sind wir. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Gäste, Sie sehen, große Ereignisse werfen ihren Schatten voraus, aber das dauert alles noch so ein ganz klein wenig und wir sagen jetzt schon einmal Dankeschön für Ihre Geduld. Das Problem ist im Moment so ein klein wenig, dass unsere Gäste ein wenig nicht durch die Absperrungen kommen, die jetzt durch das Schützenfest rund um Neuss aufgebaut sind. Wir sind aber dabei, die Gäste durchzuschleusen und es kann sich noch um maximal 2 Minuten und 30 Sekunden handeln. Nageln Sie mich drauf fest, stoppen Sie die Uhr. Ich werde mich genau in dieser Zeit wieder melden. Heißt, ist keine Drohung, sondern ein Versprechen. Und schön, dass Sie alle hier sind, weil heute Abend passiert hier Gigantisches. Musik. Schön. Ich freue mich. Ich habe ja gedacht, als ich zum ersten Mal irgendwo gelesen habe, heute Abend hier neue Hafenpromenade, dann alles Neue macht der Mai. Nein, das ist aber nicht der Fall. Nämlich alles Neue macht die wunderbar und das hier in Neuss bei uns an der wunderbaren neuen gestalteten Hafenpromenade. Hier gibt es erstmalig, und das ist auf der einen Seite gastronomisch gesehen eine Weltpremiere, wirklich ein Angebot, was sich sehen lassen kann, über Champagner- und Cocktailbar, Weinbar, über leckeren Flammkuchen, Currywurst, also Foodbar, natürlich frisch gezapftes hier vom Radeberger und Co. Alles ist mit dabei. Das heißt, alle Tage können die Schützen hier feiern. Es gibt professionelle Gastronomie, es gibt ausreichend Sitzplätze und das ist ja immer ganz, ganz wichtig. Nach den Schützenzügen wollen die Jungs sich ja auch ein klein wenig mit ihren Nüsse-Röskes ausruhen. Platzreservierungen sind sogar auch möglich. Das gibt es ja normalerweise überhaupt nicht. Aber hier geht das. Fassbestellung. Wenn man sagt, also mit einem Glas komme ich gar nicht aus. Wir sind mit einer ganzen Truppe. Ich möchte ganz gerne ein Fässchen. Dann kann man das auch machen. Cocktail, Champagnerbar, schon erwähnt. Meine Damen und Herren, nicht nur ein gastronomisches Angebot. Über 5 Tage erwartet Sie hier auf dieser Meile bei der Neusser Hafenpromenade, der wunderbar, sondern heute Abend ein ganz besonderes Special. Und ich glaube, deswegen haben Sie sich auch so in Geduld geübt, weil viele von Ihnen haben das schon über Facebook gelesen, viele von Ihnen haben die Plakate der wunderbar gesehen und ich denke mal, bevor es so richtig losgeht, machen wir einfach mal auf uns aufmerksam mit unseren Amerikanern. Haltet euch die Ohren zu, die Kinder, die davor stehen. Machen wir einfach mal auf das Spektakel, was gleich hier passieren wird, mit unseren amerikanischen Freunden aufmerksam. Ladies and gentlemen, welcome. Here is the police from the United States. So hört sich das an, wenn in Amerika im Prinzip irgendetwas passiert ist. So soll es sich aber auch anhören, wenn wir etwas ganz Besonderes präsentieren. Sie sind der musikalische Botschafter, meine Damen und Herren, der traditionsreichen Heimatstadt von uns, der Stadt Neuss. Als stolzer Repräsentant der amerikanisch-deutschen Freundschaft sind sie in ganz Deutschland unterwegs. Bis zu 50 Musiker aus verschiedenen Nationen spielen konzertante Marschmusik aus aller Welt, aus dem Königreich Großbritannien, aus Wales, aus Schottland, aus Frankreich, aus Deutschland und natürlich in erster Linie from the United States of America. Außergewöhnlich und professionell dargebracht von einem imposanten, da sitzen sie schon, von einem imposanten Music Corps erster Klasse, das national wie international absolute Erfolge feiert. Ladies and Gentlemen, we proudly present, welcome the First Marine Tribute Band!
Ladies and gentlemen, the first tribute band, Marines tribute band. Die musikalischen Botschafter unserer Heimatstadt Neuss. Wir haben aber auf das Plakat geschrieben, ich habe es noch gar nicht erwähnt, the first Marines tribute band and friends. Das heißt, diese Jungs werden heute Abend nicht ganz alleine hier dieses einstündige Konzert bestreiten, sondern es wird auch noch die ein oder andere Überraschung geben. Und um diese Überraschung, sage ich mal, ja, irgendwo ein bisschen anzumoderieren, habe ich gedacht, wir schließen jetzt alle mal die Augen. Machen Sie mal die Augen zu. So, und ich nehme Sie jetzt mit auf eine Reise in die düsteren Berge, in nebligen Highlands, wo auf rauen, windumtosten Inseln schwarzköpfige Schafe und zottelige Rinder grasen, wo Monster in eiskalten Seen unergründlich tief sind und bis heute noch nicht entdeckt wurden, wo man sofort, und ich glaube, der ein oder andere hat diesen Geschmack schon auf der Zunge, wo man sofort diesen rauchigen Whisky spürt und man an alte Mythen und Legenden sich erinnert. Wenn dann auch noch zusätzlich eine Musik kommt, die unter die Haut geht und die so mehr oder weniger 1 Million Gänse auf die Haut zaubert, dann kann es sich nur um eine Musik handeln, die von Dudelsäcken und von Drums gespielt werden, von Pipes und Trommeln. Meine Damen und Herren, unsere Gäste haben sich dieser einzigartigen Musik verschrieben und ich kann nur sagen, welcome and good evening, the Green Pipes and Drums aus Weiterstadt and the 56th District Pipe Band aus Koblenz. Ist das nicht fantastisch? Die erste Gänsehaut, die ist mir schon so über den Körper gelaufen. Meine Damen, muss ich ja sagen, meine Herren, herzlich willkommen hier bei uns in Neuss. Und ich darf ganz kurz erklären, wie es ja eigentlich dazu gekommen ist, dass ihr heute hier zu Gast seid. Aus einer Freundschaft des
ja, MTB, so darf ich das jetzt mal nennen, Marines Tribute Band Vorsitzenden Manfred Panzer, dem Senior Pipe Major, das ist so der Gott dieser Szene, dem Guinness Adria und dem Major der Green Pipes and Drums, Jürgen Spammer, hat diese Freundschaft zu einer absoluten, tollen, erfolgreichen Zusammenarbeit geführt. Gemeinsame Auftritte mit diesen Bands wurden absolviert in 2012 bei der Bundesmusikparade in Hamburg, Frankfurt oder und nicht zuletzt in Kölle. In Kölle, in der Lanxess Arena sowie beim Military Lorelei Tattoo in Koblenz. Wir freuen uns, heute hier diese fantastischen Musiker zu Gast zu haben. Und das, was ihr ja gerade gemacht habt, das war ja eigentlich nur der Einmarsch, ne, für euch. Jetzt geht's ja mehr oder weniger richtig los. Ich weiß nicht, müsst ihr euch noch so ein bisschen aufteilen, damit das Publikum nicht auf eure Rücken schaut? Dass er so, ne? Kann man da so ein bisschen rumgehen? Ich meine, du hast einen schönen Rücken, aber dein Lächeln ist noch viel schöner für das Publikum. Vor allen Dingen von den Mädels. So, ganz genau. Jetzt, meine Damen und Herren, nee, ich würde sagen, wir begrüßen die Gäste noch einmal mit einem riesigen Applaus, denn die kommen ja nicht aus der Nachbarschaft. 250 Kilometer aus Weiterstadt, 160 Kilometer aus Koblenz. Herzlich willkommen in Neuss. Und ich würde sagen, Bühne frei für euer Stück. Wir genießen es und hören gerne zu. Bitteschön.
Ladies and Gentlemen, the Green Pipes and Drums aus Weiterstadt and the 56th District Pipe Band aus Koblenz. Oh, welly, welly, Millennium Prayer, so hießen diese beiden Titel, die dann kommentarlos ineinander überfließen. Wir haben den Abend gestartet mit, ja, ich sag mal, einer Ansage beziehungsweise mit einer lauten Sirene, wo ich gesagt habe, jetzt lass mal die Amerikaner mal machen, meine Damen und Herren. Und ich denke mal, da ist auch ein besonderer Applaus notwendig, denn diese Organisation, die PVOG, Police Vehicle Owners Group, aus Düsseldorf-Ratingen, die heute mit ihren beiden Chief Officers, Dirk Lattner und Nora van Veldhoven, dabei sind, sind mit unserer Marines Tribute Band immer auf Tour. Sie haben schon jede Menge Konzerte besucht und haben sich nicht nehmen lassen, heute Abend hier beim Neusser Schützenfest zur Eröffnung natürlich mit dabei zu sein. Dankeschön, Nora, Dankeschön, Dirk, ein Applaus von unserem Neusser Publikum. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, es ist ja schon ein imposantes Bild, wenn man hier die Trommler, die Drums und wenn man dort die Dudelsäcke, die Pipes sieht und mittendrin unsere Marines Tribute Band. Ich habe gesagt, heute Abend wird es 60 Minuten lang ein Konzert geben, The First Marine Tributes Band and Friends. Die ersten Friends haben wir kennengelernt aus Weiterstadt und Koblenz und ich kann Ihnen ganz ehrlich sagen, ein Friend. Nein, eine Freundin. Das heißt also, eine junge Dame fehlt noch und ich denke mal, wir werden jetzt ganz schnell dafür sorgen, dass wir das Bild für den heutigen Abend, für die Eröffnung unserer Neusser Promenade hier am Kopf der Rollmops-Allee komplettieren. Sie ist die ehemalige Leadsängerin der Total Jecke Neusser Showband, The Bagage. Sie ist heute... ja, na klar, sie ist heute Mitglied der erfolgreichen Kölschen Mädchenband Esch Lecker. Sie ist unsere Gesangssolistin bei unserem Platzkonzert am heutigen Abend und sie wird uns jetzt mit dem Titel Valerie von Amy Winehouse richtig einheizen. Ladies and Gentlemen, please welcome Ina Dannenburg. Hallo, danke schön. Hallo, hallo erstmal. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water and I think of all the things what you do in my head. I paint a picture. Since I've come home, and my body's getting mess and I miss your ginger hair and the way you like to dress. I want you come on over. You go to jail, put your house up on the side, to get a good lawyer. Hope you didn't catch a tan of your father right now, don't fix it for you. Are you shopping anywhere? Change the color of your hair. Are you busy? Don't you have to pay that fine? People start to rob. Miss your change of hair and the way you like to dress. I want you come on over. Stop making a fool out of me. Well, why don't you come on over, Valerie? Woo! Valerie.
across the water. And I think of all the things of what you do, and in my head I paint a picture. Cause since I've come home, girl, my body's been a mess, and I miss your change of hair and the way you like to dress. Won't you come on over? Stop making a fool out of me. Oh, why don't you come on over that way? That way. That way. That way. Mm, that way. That way. Valerie! Nee, man muss ja sagen, Ina, komm noch mal nach vorne, liebe Ina. Da kann man wirklich nur sagen, echt lecker, noch mal einen riesen Applaus, bitteschön. Also, Ina Dahlenburg, das war der Erste, der Erste. Es kommt natürlich noch etwas hinterher, das ist ganz klar. Jetzt, meine Damen und Herren, hält der Frings endlich mal die Schnüsse. Er muss nichts mehr vorstellen. Ja, dann, das war mir klar. Ja. Ja, es muss aber erklärt werden. Es muss immer erklärt werden und es soll ja auch dementsprechend für die Künstler so sein, dass sie sich hier wohlfühlen. Jetzt halte ich den Mund, weil es gibt wirklich ja, ein absolutes musikalisches Feuerwerk. Ich sage nur Lord of the Dance, Don't Know Why, St. Louis Blues Marsch, Dance with the Wolves and Simply the Best. Ladies and Gentlemen, viel Spaß und Vergnügen. Auf geht's. Thank you.
Wir haben uns was überlegt. Wir haben gedacht, Mensch, auf so einer Kirmes, da kommen ja alle zusammen, ne? Alle ist Nüss. Von jung bis alt. Und haben uns auch gedacht, dann machen wir das Programm auch so. Also meine Lieder zum Beispiel. Also viel Spaß. Für die Jungen. Das ist für die Ruhigen jetzt. Also ich. Ja. Immer alle. Schön. Ganz ruhig. Charme. Was zum Kuscheln? I waited till I saw the sun. Don't know why I didn't come. When I saw the break of day, wish that I could fly away. Standing in the sand, catching teardrops in my hand. My heart bombs driving. Jetzt ein bisschen was für die Hüfte. Don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. Dankeschön! Thank you.
da bin ich nochmal. So, jetzt ist was zum Aufwärmen für die Kirmes, für den Abend, fürs Mitgehen, fürs Mitsingen. Lasst euch überraschen und macht mit. Viel Spaß. You, I need you, my heart's on fire. Come to me, wide and wide. Ooh, you come to me. Give me everything I need. In a lifetime. Promises and a world of dreams. Speak the language of love like you know what it means. Oh, it can't be wrong. Take my heart and make it stronger, baby. You're something the best. Every night and every day. In your eyes I get lost, I get washed away. Just as long as I'm here in your arms, I could be in no better place. Woo! Simply the best. You're better. Einfach nur das Beste, simply the best. Und ich bitte Sie, ich bitte euch noch einmal um einen großen Applaus für unsere Solosängerin Ina Dannenburg. Danke! Simply the best ist eigentlich auch so eine gute Überleitung, wo man sagen kann, Mensch, was die Jungs und
was das Mädel und was die Gäste heute Abend hier geleistet haben, das ist ja irgendwo schon einzigartig und das wird sich in Anführungsstrichen wiederholen, dann aber in größerem Ausmaß. Das heißt, am 15. September gibt es den First Marines Tribute Day in Neuss ab 15 Uhr, Familientag, natürlich an der und in der Wetthalle bei uns hier im Rennbergpark Neuss. Das heißt, Ehrengäste sind jede Menge. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Der wahnsinnige Senior Drum Major Guinness Adria ist mit dabei. Drum Major Tom Richards. Dann gibt es natürlich auch unsere Original US Police Cars mit unseren beiden Freunden. Die Kids, die können mit Pauken und Trompeten entsprechend etwas lernen, musikalisch. Sie können schauen, wie macht denn überhaupt so eine Musik richtig Spaß. Das heißt, es muss sein, dass man sich diesen Termin in den Kalender schreibt. 15. September ab 15 Uhr ist der Familientag und das Showkonzert unserer First Marine Tribute Band. Und ab 20 Uhr gibt es dann in der Wetthalle entsprechend auch noch die große Party. So, jetzt mache ich noch ganz schnell ein bisschen Eigenwerbung. Wenn der September vorbei ist, da kommt der Oktober und dann ist auch ganz schnell wieder, ach, was macht man denn Weihnachten? Ich hätte da was. Das ist die Kölsche Weihnacht und wer daran Spaß hat, ich tue gar nicht so viel, wer daran Spaß hat, kann sich bitte bei mir melden. Meine Damen und Herren, wir sind angekommen am großen Finale. Am großen Finale, das heißt, unsere Tribute Band hat gesagt, wir möchten die Kirmes eröffnen hier am Kopfe der Rollmopsallee mit wunderbarer Musik. Und wir möchten auch diese wunderbare Musik, dieses Konzert schließen mit imposanten Titeln. Und Herr Kapellmeister, ich glaube, ein Titel, der lässt jedes Schützenherz mehr oder weniger auf 280 schlagen. Ist das richtig? Von daher leiten wir jetzt das Finale ein. Ladies and Gentlemen, für Sie noch einmal ganz exklusiv the First Marine Tribute Band mit dem ersten Marsch zum Finale. Bitteschön!
Radetzky Marsch. Unbelievable. Unheimlich schön. Ich habe gerade schon, da hat eine Dame hat mitgesungen. Ja, der Mais marschiert. Passt aber. Das sind die Erinnerungswerte bei solch einem Marsch. Meine Damen und Herren, ich denke mal, wir sollten, bevor wir zu diesem, ja, ich sag mal, mehr oder weniger letzten Titel kommen, der dann auch gespielt wird von allen Bands zusammen, sollten wir diesem großartigen Arrangement, was hier auf der Bühne sitzt und zwischendurch Bier trinkt, ja, ihr seid mir ja welche, ist das denn möglich? Ich kriege hier nichts, unglaublich. Sollten wir mal einen Riesenapplaus spenden, weil ich finde einfach, es ist eine tolle Organisation, es ist eine tolle Geschichte, heute hier zur Kirmeseröffnung dieses Konzert zu machen. Dankeschön, sage ich jetzt schon einmal an die First Marine Tribute Bands and Friends. Euer Applaus. Danke! Der letzte Titel, Ladies and Gentlemen, das ist die populärste Melodie für die Great Highland Bagpipes. Dieser Titel wurde 1982 neu komponiert, neu produziert, arrangiert von Uli Röver und Michael Korb und als Single-Schallplatte herausgebracht. Selbst die Black Fools haben diesen Titel ihrem Dom gewidmet und ich denke mal, jetzt kriegen wir alle, ja, nicht nur Gänsehaut, sondern 1 Million von oben bis nach unten kriegen wir 1 Million Gänse auf den Körper gezaubert, nämlich jetzt kommt eigentlich der absolute Wahnsinnstitel, den man überhaupt mit Pipes, Drums und dann auch noch mit einem Orchester spielen kann. Ladies and Gentlemen, für Sie jetzt live gespielt. The First Marine Tribute Band, The Green Pipes and Drums, Weiterstadt, The 56th District Pipes and Drums aus Koblenz, Highland Cathedral. Viel Spaß und viel Vergnügen. Oh, ich hab jetzt schon Gänsehaut. Ich bin der Meinung, dass wir uns nicht mehr so gut verstehen.
Island Cathedral. The first Marine tribute band, the Green Pipes and Drums. And the 56th Strict Pipes and Drums. Ja. Zugabe machen wir natürlich, das ist ganz klar. Aber gestatten Sie uns natürlich auch in dem Moment, wo es ja im Prinzip am schönsten ist, wo es wunderbar vom Wetter, vom Licht her und überhaupt, dass wir in dem Moment Dankeschön sagen können. Ladies and Gentlemen, wir sagen Dankeschön und da bitte ich mal den Kassierer und den Mann, der die Geschäftsführung. Eine Minute. Okay, ich sage Dankeschön zu den anderen. Okay. Hat ja noch gespielt. Ich sage Dankeschön und ich bitte darum, dass Sie kräftigst applaudieren. Ich sage Dankeschön an die Gäste, die 260 Kilometer gefahren sind, um uns hier mit drei Stücken Dudelsackmusik begeistern können. Dankeschön an die Green Pipes and Drums aus Weiterstadt, an den Major Jürgen Spanner. Thank you! Wir sagen Dankeschön an die 56th District Pipe Band aus Koblenz. Sie sind 130 Kilometer gefahren, um hier mit dabei zu sein. Das ist euer Applaus. Das ist das neueste Publikum. Dankeschön! Ich möchte Dankeschön sagen an Dirk Lattner und Nora van Veldhoven. Das sind die beiden Chief Officers der PVOG. Wer das vorhin nicht mit... Könnt ihr das nochmal machen? Wo bist du? Nora? Ah, ja, mach nochmal. Genau. Die haben im Prinzip diesen Abend eingeleitet. Olaf, wir sind hier vorne. Da. Die haben den Abend eingeleitet mit ihren amerikanischen Harleys und ich kann einfach nur sagen, Police Vehicle Owners Group, das heißt, wer von euch noch ein Police-Auto aus Los Angeles oder wo immer in der Garage stehen hat, bitte melden in Ratingen bei Dirk Lattner und Nora van Veen. Ich sage Dankeschön an die Organisatoren dieses ganzen Konzertes. 60 Minuten lang hat es gedauert. Merci. Thank you very much. An den Mann, der sich um alles kümmert. An den ersten Vorsitzenden. An the First Marines Tribute Band Major Manfred Panzer. Wo ist er? Manfred. Thank you. Aber Sie können sich natürlich auch vorstellen, das ist ja nicht alles so einfach unter einen Hut zu bringen. Und da gibt es einen Mann, der dann dementsprechend auch dafür sorgen muss, dass geprobt wird, dass geschaut wird, dass hier und da auch der Radetzky-Marsch im richtigen Tempo gespielt wird. Und da gibt es einen Mann, der erprobt ist in dieser Sache. Wir sagen Dankeschön an den Dirigenten Martin Lorenz. Martin, Dankeschön. So, jetzt aber, ja. Okay, können wir jetzt, dann sagen wir natürlich ein Dankeschön an die wunderbare Sängerin Esch Lecker ist sie ja und der Mann ist stolz. Oh, er sitzt hier vorne. Ich habe gesehen, er hatte Tränen in den Augen. Als sie gesungen hat. Dann ist er. Liebe Ina, herzlichen Dank für deinen Einsatz. Simply the best, you are the best. Thank you. Klasse. Dann ist natürlich jetzt eine Aufgabe. Dann gibt es noch ein Dankeschön zu sagen, natürlich an das gesamte Team. An das gesamte Team, der wunderbar, denn Sie müssen sich überlegen, eine solche Hafenpromenade ist ja nicht von heute auf morgen irgendwo mal so organisiert. Es ist eine Weltpremiere in dem Sinne. Das heißt, nicht nur hier oben, sondern auch unten am Hafen, am Meer. Kann man sitzen, kann man wirklich das Schützenfest genießen und die Organisatoren des Ganzen in Zusammenarbeit natürlich mit euch, mit Manfred Panzer, mit der Marines Tribute Band,
Da sagen wir Dankeschön an den Geschäftsführer der Wunderbar, an den Werner Galka, an den Assistenten, an unseren lieben Markus Titschneck bzw. an unseren Titschi. Und ja, wir bringen das zum Ausdruck mit einem Blumenstrauß an unsere liebe Carolina. Carolina Rincon, bist du irgendwo greifbar? Kannst du uns hören? Kannst du uns sehen? Dann möchten wir dir ganz gerne auch einen Blumenstrauß überreichen. Die sehen wir, glaube ich, jetzt im Moment nicht hier in diesem Bereich. Ja, was sage ich denn jetzt? Ja, Martina, ein Blumenstrauß. Sagst du was? Stellvertretend, wo? Du, Titschi, da musst du dir mal ein Küsschen geben. Titschi, komm. Dann gibst du dem auch ein Küsschen. Also, ich bitte darum. Gut. Geht doch. Titschi noch ein bisschen weniger und dann passt hier auch die Hose von der Carolina. Also, das ist gar kein Problem. So, dann hat man mir gerade gesagt, ich bin total überrascht, aber ich freue mich darüber. Es gibt auch ein Dankeschön für die Frau Frings. Frau Frings, sind Sie da? Nee, die ist gerade im Moment nicht da. Überreichen wir dann später. Ne, ich nehme das nicht mit, das macht ihr selber. Ich habe nichts damit zu tun. Also Martina, meine Frau ist im Moment nicht da. Kleines Dankeschön, finde ich sehr aufmerksam. Ich bedanke mich jetzt schon einmal für diesen Blumenstrauß. Danke. Meine Damen und Herren, ich habe ja gerade schon gehört, dass der ein oder andere gesagt hat, Zugabe. Wollen Sie das immer noch? Ja. Den machen wir. Die Zugabe machen wir. Den machen wir aber auch mit einem ganz besonderen, Titel, der absolut unter die Haut geht. Wir möchten uns verabschieden jetzt hier. Das heißt, die First Marines Tribute Band, unsere Freunde aus Weiterstadt, aus Koblenz und natürlich auch die Ina mit einem Titel. Das ist der bekannteste Song. Der bekannteste Song in der englischsprachigen Welt. Er wurde von John Newton geschrieben und im Jahre, man höre bitte, 1779 veröffentlicht. Und ich glaube, jeder kennt diesen Song. Ich bin davon überzeugt. Ich habe jetzt schon Gänsehaut. Eine ganz besondere Darbietung. Hier ist Amazing Grace. Wir sagen Dankeschön, tschüss zusammen und auf Wiedersehen im Namen der First Marine Tribute Band. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Was birthed at
Und weiter ein herzliches Dankeschön und einen Riesenapplaus von Ihnen. Danke! Thank you very much. Yes. We see us again am 15. September auf der Denken Sie dran. 15. September ab 15 Uhr geht es dementsprechend weiter mit The First Marine Day hier in Neuss. Dankeschön an alle und ein Wiedersehen spätestens am 15. September. Und so wie es sich gehört, ist es natürlich das Green Pipes and Drums und the 56th District Pipes and Drums abmarschieren, so wie sie einmarschiert sind. Und ich denke mal, vielleicht können wir das als Neusser Publikum so ein klein wenig, ich weiß ja nicht, was sie spielen, aber Green Hills Band is over. Yes. Vielleicht kann man das so ein bisschen klatschend miteinander verabschieden. Und ich denke mal, ihr geht hier so mittig raus, oder? Ja, natürlich, klar. Ladies and Gentlemen, die Jungs und Mädels verabschieden sich mit ihrem eigenen Titel. Dankeschön. Und sie verabschieden diese Jungs und Mädels mit ihrem rhythmischen Klatschen. Dankeschön. Tschüss zusammen und auf Wiedersehen. Pipes and Drums von Weidelstadt and the 56th District Park and Drum Band aus Koblenz. Danke! Sie marschieren aus in Richtung Markt. Naja, vielleicht sind sie morgen bei der Parade noch dabei. Schauen wir mal. Ja, liebe Freunde!